Den Trick hat er von mir. Sei vorsichtig, Bruder, sie ist eine Wilde. Natürlich wie zu Hause. Gute Freunde teilen alles. Oh Mann, das ist echt ein totaler Hammer. Du fällst wie ein Stein in den Abgrund. 8 Meter, immer steil nach unten. Und wenn du so durch die Luft fliegst, dann spürst du, wie deine Eier auf Erbsengröße schrumpfen. Um dich herum nur dieses verdammte Brausen. Und es treibt dich voran. Es ist ein tierisch geiles Gefühl, als ob du vorn auf einem rasenden Zug stehst oder sowas. Ja, und wenn du schlapp machst, können dich die Fische von den Korallen picken. Nur Macho-Arschlöcher mit Todessehnsucht fegen so durch die Brandung. Ach, du hast doch keine Ahnung. Das ist ein irres Gefühl, das größte überhaupt. Es ist besser als Sex. Weil ihr Typen noch nie richtigen Sex hattet, deshalb. Das Surfen in der hohen Brandung verlangt eine irre Konzentration. Du kannst nicht einfach mal so an den Strand gehen und kurz aufs Brett steigen, weil du gerade Lust dazu hast. So läuft das nicht. Wo geht es am besten? In Waimea? Surfen? Ja. Mekaha. Dana Point. Bell's Beach in Australien. Ach was, Mann. Vergiss es. Bell's Beach ist doch nicht besser als Waimea. Nicht jetzt, aber nächstes Jahr. Bodhi glaubt immer noch an diesen 50-Jahre-Sturm. Der 50-Jahre-Sturm? Was ist das? Das ist eine Legende. Das ist keine Legende. Es ist absolut real. Alles bewegt sich in Zyklen. Und zweimal in jedem Jahrhundert lässt der Ozean uns spüren, wie winzig wir Menschen sind. Ein Wintersturm kommt aus der Antarktis und wirbelt den Südpazifik auf. Er schickt eine Riesenbrandung nach Norden. 2000 Meilen. Und wenn die Bell's Beach erreicht, dann wird es einen Surf geben, wie ihn dieser Planet noch nie gesehen hat. Und ich werde dabei sein. Und ich auch. Wenn du alles haben willst, musst du auch bereit sein, dafür alles zu geben. Es macht mir nichts aus, auch wenn ich dabei draufgehe. Ein absolut starkes Ende. Na, was soll's? Ich werde auch keine 30. Euer Macho-Getour geht mir auf die Nerven. Blöde Adrenalin-Junkies. Ich hoffe, du fällst nicht auf diesen Banzai-Scheiß rein und wirst auch noch zum Bodhi-Fan. Darf ich mal fragen, was du damit meinst? Erzähl mir nichts, du hast auch diesen Kamikaze-Blick. Bodhi riecht sowas auf Meilen. Nichts reizt ihn so wie Gefahr.